So, hallo und herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal Crazy Dog Gaming. Heute ist die neue Cover Art von Gothic Remake rausgekommen. Zeige ich euch jetzt auch direkt. Und zwar sieht wirklich, bin ich ehrlich, richtig, richtig geil aus. Das hier. Und das hier. Sehr gut getroffen. Das Cover, finde ich. Man sieht natürlich jetzt dadurch auch viel, viel mehr Details. Also man sieht hier zum Beispiel da eine Leiche, ne? Man sieht hier ein Schwert. Man sieht hier Orks umrum, der vier Freunde. Also ähnlich wie beim Original, das sollen ja auch, glaube ich, Orks darstellen. Oder halt so, ja, ein Kampf. Hier ist auch nochmal ein Schwert. Da auch. Und da ist auch nochmal eine Leiche, habe ich gerade gefunden. So, die Schläfermaske natürlich sick, ne? Alles passt. Jetzt kommen wir mal zu den vier Freunden. Weil das wurde zum ersten Mal released, dass man alle vier sehen kann. Also Diego hat man schon gesehen, ja. Aber so, Diego sieht eins zu eins aus wie noch, wo es released wurde. Er hat immer noch diesen Vollbart, was ich nicht cool finde. Es gab mal einen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der hat mal Diego diesen Bart entfernen lassen und so fand ich ihn perfekt. Sein Gesicht und alles kann man so lassen von mir aus, aber ich finde, sein Bart muss geändert werden auf jeden Fall. Die Rüstung sieht ganz cool aus von den Schatten. Kann man nicht rummeckern. So, hier haben wir dann einmal Milton, Leute. Ich persönlich finde, Milton passt gar nicht zu diesem Aussehen. Also das sieht gar nicht nach Milton aus. Der sieht irgendwie zu alt aus und ich finde, sein Gesicht passt gar nicht zu Milton. Die Haare von mir aus passen, ne? Weil früher gab es ja nicht die Ressourcen Gothic 1, dass jeder einen Vollbart hat oder einen Bart oder ha volle Haare, dies, das. Aber das Gesicht passt gar nicht zu Milton, finde ich. Die Rüstung sieht ultra geil aus, bin ich ehrlich. Was mir aber auffällt ist, hier ist alles offen. Das haben wir jetzt in Gothic 1, Gothic 2, ich glaube sogar in Gothic 3 noch nicht gesehen, dass es so offen ist, sondern man verdeckt ja komplett die Schuhe. Muss man im Ingame sehen, ob man sich damit anfreunden kann oder nicht. Ne? Das ist jedem selbst überlassen, aber ich persönlich finde die Rüstung ultra geil. So, Lester. Wenn ich mir Lester so anschaue, ich finde Lester ist komplett getroffen. Sein Gesicht ist komplett getroffen, ne? Er hat jetzt ein Schwert in der Hand und nicht seine Keule eigentlich. Das spielt jetzt aber auch keine Rolle. Die Rüstung, also er hat eine Templer-Rüstung an, irgendwie fällt mir auf. Normalerweise hat er eine Novizenrobe an in Gothic 1. Weiß nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Aber ich finde, Lester overall ist sehr gut getroffen. Da kann man nicht meckern. Man merkt auch, dass er da unten so einen Bart hat. Ich weiß es nicht, ob es in Gothic 1 auch so war. Aber wir können ja gleich mal ein Vergleichsbild anschauen. Am Ende. Weil ich habe da von netten Sarah Doc, Grüße gehen raus, so ein Bild bekommen mit den Original und den Dings nebeneinander. So, und jetzt kommen wir zu Gorn, Leute. Und ich finde, Gorn, ich muss es leider sagen, warum ist er so ein Lauch geworden? Warum? Warum hat man ihn so lauchig gemacht? Guck mal, seinen Bauch an. Also, der sieht so aus wie auf Magersucht. Ich muss es tatsächlich so hart auf hart sagen. Er hat weniger Ration bekommen, nur noch kriegt er Hühnchen Reis, Wasser, das war's, Alter. Also, ich weiß nicht. Normalerweise ist Gorn wirklich ein Barbar, also wirklich breit, stark, massiv. Ne? Ich finde sein Gesicht sehr gut getroffen, tatsächlich. Und die Rüstung, wenn man sich jetzt mal die Rüstung overall ansieht, das ist ja die mittlere Söldnerrüstung, sollte es darstellen. Ich finde die auch richtig geil. Das Fell sieht richtig geil aus, ne? Aber ich muss es mal von einem anderen Blickwinkel sehen oder mal in der Helligkeit oder Ingame, weil ich sehe es halt nicht komplett, ne? Weil ich bin halt Söldnerfanatiker, kann man sagen. Ich liebe die Söldnergilde. Genau. So, nächster Screenshot. Man sieht natürlich auch noch im Hintergrund ein paar Orks. Kann ich auch ein bisschen weiter reinzoomen mal. Ich finde persönlich, die Orks sehen mir zu sehr nach Unterwelt-Orks aus. Beziehungsweise,
diese Orks, ich weiß nicht, das sieht sehr stark nach Herr der Ringe aus oder so und gar nicht nach Gothic. Also die sehen, die Orks in Gothic sehen ein bisschen eher menschlicher aus, aber auch ein bisschen monsterhaft als so, weil so sehen die so nach von der Hölle aus, von, also ich weiß nicht, so wie Untertanen vom Dämon oder so oder vom Teufel, wisst wie ich meine? Ja, was soll ich sagen? Die Waffen eigentlich overall sehen ganz cool aus. Zum Beispiel hier, ich weiß nicht, wie die alle heißen, ne? Aber zum Beispiel hier sieht man so eine richtig, so eine krasse Orkwaffe. Da sieht man so eine leichtere, glaube ich. Da kann man tatsächlich gar nicht meckern, ne? Finde ich. So, und Leute, jetzt kommt das da. Der Comparison. Also. Hier haben wir einmal Diego. In diesen drei Variationen. Wie gesagt, Rüstung finde ich eigentlich ganz geil. Aber wie gesagt, sein Bart ist überhaupt nicht getroffen. Ne? Dass man jetzt beim Gesicht was ändern könnte. Ja, kann sein. Bei den Haaren. Also die Haare passen, finde ich. Ne? Das, wie gesagt, weil in Gothic 1 diese Ressourcen nicht vorhanden waren und das Spiel halt auch sehr älter ist. Und früher auch nicht diese Ressourcen gab, ne? Dies, das, Ananas, ja. Aber dieser Bart muss, wie gesagt, geändert werden. So. Was mir gerade einfällt bei Lester, da fehlt ja komplett die Tattoos, ne? Das fehlt auch komplett, finde ich. Und hier sieht man auch die Rüstungsunterschiede. Also. Ich habe ihn so mit der Novizenrobe in Erinnerung, deswegen will ich auch, dass er eigentlich in der Novizenrobe bleibt. Vielleicht irgendwann mal kann er die Templerrüstung haben im Late Game oder so, aber wenn man ihn von Anfang an mit der Templerrüstung sieht, dann verstehe ich es nicht mehr wirklich. Das verstehe ich dann echt nicht, sorry. Aber ja, ich finde, die Tattoos müssen auch noch hin. Aber ja, man sieht, er hat auch diesen Bart. Der ist mir tatsächlich nie aufgefallen. Aber wie gesagt, an Lester kann ich eigentlich kaum rummeckern. So, und hier kann man nochmal einen Vergleich zwischen Milton und Milton sehen. Und wie gesagt, ich kann mich mit dem Gesicht nicht anfreunden. Wie gesagt, das sieht mir zu Alex-mäßig aus. Statt dass es irgendwie wie Milton aussehen soll. Wie gesagt, Rüstung sick, ne? Guck mal, wie gut das eigentlich recht getroffen ist, ne? Nur wie gesagt, in Gothic 1, Gothic 2 und Gothic 3, glaube ich auch, gibt es halt nicht diese Öffnungen. Aber so sieht es richtig geil aus. Der sieht jetzt viel mehr aggressiver aus und wie ein Krieger, finde ich, ne? So. Gorn, ne? Muss man nicht diskutieren, finde ich. Könnt ihr gerne im Chat, ja. In den Kommentaren eure Meinung raushauen. Aber wie gesagt, Gorn ist eigentlich, finde ich, massiver. Der sieht vielleicht ja auch dünner aus unten, ne? Hier unten an den Becken, aber. Guck mal oben, wie breit er eigentlich ist. Und hier sieht er einfach wie ein Lauch aus, wie gesagt. Also, man kann Gorn auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Muskeln geben, ein bisschen mehr Breite. Ja, vor allem, man hat sein Gesicht so breit gemacht. Und im Original ist es nicht so breit, aber sein Körper komplett andersrum. Das ist, was ich nicht verstehe. Aber wie gesagt, guckt euch mal. Also, die Söldnerrüstung ist echt geil getroffen. Das muss man einfach so sagen. Ich hoffe natürlich, dass die auch ein bisschen bläulich ist, wie im Original. In Gothic 2 ist sie ja dann ein bisschen silber, also mehr mit Silber, ne? Aber wir reden ja über Gothic 1. Aber die Axt ist natürlich auch geil getroffen. Das passt auch, finde ich. So, und jetzt haben wir hier die Orks, Leute. Wie gesagt, Orks kann ich mich gar nicht anfreunden. Die sehen mir zu sehr aus der Hölle aus, als wenn die, ja, wie Gothic Orks aussehen. Genau. Ja, Leute, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, ne? Das ist meine Meinung aktuell zu dem Cover. Danke auf jeden Fall, THQ und Alchemia, für diesen Post. Ich erbitte an euch, und das will auch die ganze Community, denke ich. Bitte, wir wollen Gameplay sehen, bitte. Das wäre echt cool, wenn ihr das mal endlich releasen könntet. Einfach einen kleinen Schnipser. Von der Magie, von irgendwas, wie man kämpft. Muss man nicht unbedingt die Welt sehen, aber bitte, einfach irgendwas, wo wir Gameplay sehen können. Oder diese Demo, die
man Redakteure gezeigt hat, dieses Kurzvideo releasen oder davon ein paar Dinger zeigen. Weil so können wir auch Meinungen festlegen, wie jetzt zum Beispiel, wo man sagen kann, das sieht gut aus, das sieht nicht gut aus. Wie ihr das am Ende ändert, ist euch überlassen, ne? Aber trotzdem wäre echt cool, wirklich, weil das wird auch mal Zeit, dass wir endlich mal Gameplay sehen können. Ist einfach so. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurzes, schnelles Video. Ja, würde einfach sagen, haut rein, macht's gut. Followt mir in Twitch. Stream ich immer. Wäre nice. Abonniert meinen Kanal. Und tschüss.